Die beste Motivation, die ihr haben könnt, ist euer eigener Fortschritt, euer eigener Erfolg. Deswegen versucht ihr noch zu tracken. Also jetzt, wir nehmen das Beispiel Fitness immer, aber das ist halt das Anschaulichste. Macht ein Foto, wenn ihr anfangt. Sieht scheißegal, wie hässlich ihr aussieht zu dem Zeitpunkt. Herzlich willkommen beim Kein Limit Podcast, dem Nummer 1 Erfolgspodcast für junge Leute, die das Beste aus sich rausholen wollen. Wir sind Alex und Nico, die Gründer von Simple Club und haben die bekannteste Lern-App Deutschlands mit über 1 Million Nutzern aufgebaut. Jede Woche bekommst du von uns oder von unfassbar erfolgreichen Gästen die besten Tipps zum Thema Persönlichkeitsentwicklung, Mindset, Erfolg im Business und Finanzen. Teile diese Folge gerne mit deinen Freunden und jetzt viel Spaß! Moin Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Kein Limit Podcast Folge. Geil. Yes, ihr fragt uns immer auf Instagram, wie seid ihr denn immer so motiviert? Und deswegen wollt ihr euch heute 5 Tipps geben zum Thema, wie man sich selbst motiviert, aber nicht kurzfristig über irgendwelche Motivationsvideos oder so ein Kram, sondern wirklich langfristig. Und wir wollen euch heute in der Folge Tipps zeigen, die wir selber so in der Form noch nie gehört haben. Und wir glauben, die sind verdammt wichtig. Und ihr werdet auch merken, wir widersprechen manchen Dingen, die so jeder irgendwie draußen so ein bisschen rumschwafelt, weil wir so ein bisschen geguckt haben, was ist denn wirklich der Grund, warum wir motiviert sind. Und das wollen wir euch heute in 5 Tipps zeigen. Let's go. Geil. Bevor es losgeht, hier noch kurz der Hinweis. Wenn ihr unser Buch noch nicht kennt, gleichnamig zum Podcast, Kein Limit, checkt das unbedingt ab. Findet ihr auf Amazon, einfach eingeben, Kein Limit. Ist auf jeden Fall richtig, richtig geil. Und jetzt Tipp 1. Tipp 1, ganz wichtig ist, seid immer unzufrieden mit dem Status quo. Wobei nicht unbedingt immer, aber um motiviert zu sein, seid unzufrieden. Weil ihr kennt ja bestimmt dieses klassische Modell, was Tony Robbins ja auch schon sehr oft und richtig geil erklärt hat, dass ihr als Menschen letztendlich immer weg wollt vom Schmerz. Egal welche Situation ihr habt, ihr werdet das auch merken, wenn ihr in bestimmten Situationen reagiert. Ihr wollt immer irgendwie vermeiden, dass ihr einen Schmerz erfahrt. Das kann auch einfach was Peinliches sein. Vielleicht habt ihr deswegen kein Selbstbewusstsein. Es ist immer dieser weg vom Schmerz. Und wenn ihr letztendlich was in eurem Leben wirklich verändern wollt, dann müsst ihr einfach dafür sorgen, dass eure aktuelle Situation so schmerzhaft für euch ist, dass ihr keine Sekunde, keinen Tag mehr länger in dieser Situation sein wollt. Wir selbst haben das in den letzten Jahren mega oft gemerkt. Ich glaube, das erste Mal, wo wir so richtig direkt mit dem Modell vertraut gemacht wurden, war damals bei unserem Seminar bei Stefan Mehrath, weil da ging es, glaube ich, am ersten Tag komplett nur darum, mal herauszufinden, was ist aktuell mein größter Schmerzpunkt. Wir haben damals lustigerweise gedacht, wir haben keinen Schmerzpunkt. Aber wie naiv wir waren, oh Gott. Aber in den Gruppen, wo wir dann waren, haben die echt so tief gebohrt und am Ende des Tages haben wir dann gemerkt, unser Schmerzpunkt ist viel, viel größer, als wir denken. Wir sind ohne Problem hingefahren und mit Problem gegangen und dafür haben wir noch Geld gezahlt. Das richtig ist geil. Das beschreibt's ja. Nee, aber am Ende des Tages haben wir dann wirklich plötzlich gemerkt, hey krass, unsere Situation ist echt eigentlich gerade scheiße und wenn wir so weitermachen, dann wird's richtig schlimm. Und das wurde uns an dem Tag bewusst und für uns war das dann in dem Moment wirklich so ein Schmerz und so, Angst ist das falsche Begriff, aber einfach dieses ungute Gefühl, dass wir wissen, hey, wir können auf keinen Fall so weitermachen, wie wir es bisher gemacht haben. Und dann haben wir auch wirklich radikal was damals bei Simple Club verändert, was uns rückblickend dann enorm weitergebracht hat. Wir hatten noch mehr so Situationen. Wir hatten letzten Sommer gemerkt, unser Geschäftsmodell ist noch nicht wirklich optimal. Und ich erinnere mich da auch noch daran, dass wir zu zweit Gespräche geführt haben, wo wir wirklich gesagt haben, ey, fuck, das kann's nicht sein, dass es nach so vielen Jahren immer noch nicht läuft und wir immer noch nicht rausgefunden haben, wie es funktioniert. Und da war wieder der Schmerzpunkt so groß, dass wir gesagt haben, wir müssen was verändern. Gleiches hatten wir bei Finanzgoals, wo wir gesagt haben, es kann nicht sein, dass wir immer noch nicht die Goals erreicht haben. Gleiches, glaube ich, hatten wir beide wahrscheinlich auch bei Fitness durchgemacht, wo wir gemerkt haben, fuck ey, wir machen das so lange und es ist noch nichts passiert, es kann nicht sein, wir müssen was verändern. Und jedes Mal, wenn wir diesen fucking Moment hatten, hat es wirklich unser Leben, das Business immer auf Next Level gemacht. Deswegen, das ist unser Tipp Nummer 1. Wenn ihr wirklich Motivation braucht, dann findet diesen Schmerzpunkt und bringt euch in einen State, wo ihr sagt, fuck it, kein Tag mehr länger, jetzt muss ich wirklich was verändern. Und da haben wir jetzt noch als letztes zu dem Tipp einen kleinen Fun-Fact. Das ist heftig. Den ihr jetzt merken werdet, der extrem viel Sinn macht. Weil ihr hört ja oft von Erfolgscoaches oder von YouTube-Videos, setzt euch ein Ziel, dann malt euch dieses Ziel perfekt aus, was grundsätzlich ja
schon richtig ist. Aber dann heißt es immer, stellt euch jeden Tag vor, dass ihr dieses Ziel erreicht habt. Stellt euch vor, wie ihr durch die Ziellinie rennt. Stellt euch vor, dass ihr jetzt schon dieses Business habt, dass ihr jetzt schon diese finanzielle Freiheit habt und lebt richtig da drin in diesen Gedanken. Das ist ja so dieser eine Tipp. Jetzt wisst ihr aber auch durch andere Podcast-Folgen, hey, euer Gehirn ist nicht in der Lage, zwischen Realität und richtig guter Vorstellung zu unterscheiden. Und jetzt kommt's. Wenn ihr euch jeden Tag vorstellt, dass ihr dieses Ziel schon erreicht habt, dann denkt euer Gehirn irgendwann unterbewusst, hey, ja geil, ich bin ja schon in diesem State, ich bin ja schon happy, ich habe das Ziel schon erreicht. Also warum sollte ich mich jetzt noch anstrengen? Weil ich habe ja jetzt eigentlich gar keinen Schmerz, den ich erfahre. Und jetzt haben wir durch Recherche tatsächlich rausgefunden, es gibt Studien, die das Ganze belegt haben, dass, wenn sich Leute immer wieder dieses Ziel vorgestellt haben, so perfekt und richtig darin gelebt haben, dass dann denen ihre Motivation zurückgegangen ist, weil eben unterbewusst das Gehirn gedacht hat, ich habe es eben schon erreicht. Deswegen auf jeden Fall wichtig, euer Ziel auszumalen, aber lebt nicht in diesem State, dass ihr dieses Ziel schon erreicht habt, sondern seid wirklich unzufrieden mit der Situation, erzeugt diesen Schmerz und dann bekommt ihr automatisch den Antrieb nach vorne und dann geht's auch wirklich aufs Next Level, kann man bestätigen. Auf jeden Fall. Tipp Nummer zwei, Leute, ist, seid im richtigen Umfeld. Und das ist ein Tipp, den hatten wir schon mal gebracht in der letzten Folge, aber müssen den hier nochmal betonen, weil es einfach der im ersten Schritt schwierigste Weg ist, sich zu motivieren, aber langfristig einfach euch so viel Arbeit erspart, wenn ihr euer Umfeld kontrolliert. Mhm. Was bedeutet das konkret? Also wir können es an einem Beispiel sagen, ihr kennt das bestimmt in der Schule, muss man ja manchmal an den Bundesjugendspielen teilnehmen und dann, was heißt manchmal, jedes Jahr, ne? da gibt es ja diesen 100-Meter-Lauf, den man laufen muss, oder 50 Meter, ich weiß gar nicht mehr, hab's nie gezählt. auf jeden Fall gibt es ja dieses Phänomen, wenn du mit einem rennst, der schneller ist als du, also nur ein Ticken besser ist als du, dann hast du deutlich bessere Zeiten, als wenn du der Schnellste bist und mit langsameren rennst. Und das ist ein Effekt, das ist irgendein Phänomen in deinem Gehirn, das unglaublich dafür sorgt, dass dein Umfeld dich mitzieht. Ne, es gibt ja Spiegelneuronen und so weiter. Das heißt, du kopierst auch das, was du deinem Umfeld siehst. Und wenn du dein Umfeld kontrollierst, dann wirst du auch besser auf ein nächstes Level gesetzt. Und wir können es mal auf Fitness nochmal übertragen. Als wir in Dubai waren, waren wir in diesem einen Fitnessstudio. Vielleicht habt ihr das gesehen. Da waren nur Fitnessmodels. Also so, du gehst rein. Es war ein Studio mit Hunderten von Leuten, die alle krass aussahen. Und wir beide waren mit Abstand, also wirklich mit Abstand, die kleinsten und schmalsten, obwohl wir eigentlich nicht so klein sind. Wir sind 1,83, also normal. Aber wir waren einfach, wir sahen aus wie Knilche. Ne? Das ist ja unglaublich. Die waren echt alle 2 Meter groß. Also wirklich 2 Meter groß und alle genauso breit. So. Ja. Und das waren auch alles, das war crazy. Die hatten alle so 100.000 Follower Minimum, ne? Manche so eine Million wahrscheinlich. Also die kannte man auch irgendwo alle irgendwo her. Auf jeden Fall, long story short, als wir da in diesem Fitnessstudio trainiert haben, haben wir in allen Übungen einfach deutlich mehr geschafft als zu Hause. Zu Hause waren wir so immer irgendwie manchmal auch alleine im Studio, weil wir halt zu anderen Zeiten gehen und da motivierst du dich halt selbst. Es läuft auch gut, aber dort war es so, du warst gezwungen, dich an dein Umfeld anzupassen. Das ist jetzt natürlich ein plakatives Beispiel, was nur auf Fitness bezogen ist, aber das bezieht sich auf alle anderen Dinge. Wir haben auch einen Kollegen, der ist sehr in diesem diesem Verkaufsnischending, also der ist selber halt sehr stark am Verkaufen und da geht es natürlich nur darum, finanzielle Ziele zu erfüllen im ersten Moment. Und der hat auch erzählt, wenn er halt mit den richtigen Leuten zu tun hat, dann sieht er das an seinen Einnahmen, wie die nach oben gehen, während er mit diesen Leuten zu tun hat. Und wenn er wieder zu Hause ist, dann gehen die wieder runter. Also so eine Proportionalität besteht da. Das kann man auch auf alles andere übertragen. Ne? Also es geht ja hier nicht nur um Finanzen, es geht ja um alle anderen Lebensbereiche genauso. Deswegen sorgt dafür, dass ihr euer Umfeld richtig aufbaut. Das können wir nicht genug betonen. Und da zählt auch nicht die Ausrede, ja, aber dann muss ich mich von Leuten vielleicht trennen und so. Leute, das gehört dazu. Also wir kennen das selber von unserer Geschichte. Es ist nicht so, dass wir irgendwie sagen, du bist scheiße, ich will dich nicht mehr in meinem Leben haben, ne? Außer die Leute sind halt wirklich scheiße. Aber ich glaube, den Moment hatten wir beide noch nie so richtig in dem Fall. Es geht vielmehr darum, sich darauf zu fokussieren, mit den richtigen Leuten Kontakt aufzunehmen und eine Freundschaft aufzubauen, weil dadurch ergibt sich automatisch euer Kreis. Also ihr werdet auch merken, dass ihr mit manchen Leuten aus unserer Stufe von damals, hatten wir einfach seit dieser Zeit in der Schule nie mehr was zu tun. Also wir haben die nie wieder gesehen. Auf der anderen Seite haben wir noch einen guten Kumpel aus der Heimat, mit dem wir super oft was zu tun haben, weil wir wollen, dass er in unserem Kreis drin ist.
Und deswegen sorgt dafür, dass ihr euch mit Leuten connectet, die genauso ticken wie ihr, beziehungsweise am besten noch, die einen Ticken besser sind als ihr. Und da können wir euch einen Tipp geben, den wir jetzt gerade auch selber umsetzen. Seit Anfang des Jahres versuchen wir mindestens einmal die Leute, mindestens einmal die Woche eine neue Person kennenzulernen, mit der wir gerne connected werden. Und seit Anfang des Jahres haben wir es genauso durchgezogen, teilweise jetzt letzte Woche sogar zwei neue Menschen kennengelernt, die super cool drauf sind. Und genauso wollen wir das auch weiterführen. Und stellt euch mal vor, was für einen langfristigen Impact das haben wird, wenn ihr mit den richtigen Leuten connected seid. Das ist unglaublich. Also ihr könnt das nicht nur auf ein Jahr beziehen, diesen Effekt. Aber stellt euch vor, was für ein anderer Mensch ihr seid in 10 Jahren oder in 20 Jahren, wenn ihr die ganze Zeit dafür gesorgt habt, dass ihr immer ein noch geileres Umfeld aufgebaut habt an Leuten, die euch motivieren. Und das Krasse an der ganzen Sache ist halt einfach, ihr habt es komplett in der Hand. Es ist nicht so, dass, schaut euch mal in eurem Umfeld um. Macht es bitte heute und überlegt, okay, wer ist in eurem engen Umfeld und wer davon ist wirklich berechtigterweise da und wer davon ist eigentlich niemand, mit dem ihr wirklich zu tun haben möchtet. Und auf der anderen Seite überlegt ihr, wer ist denn da draußen irgendwo, mit dem ihr gerne connected wärt? Was wäre euer perfekter Freundeskreis? Was wäre euer perfektes Umfeld in der Freizeit? Überlegt euch das, ihr könnt das selber engineieren und dafür sorgen, dass genau diese Leute in euer Umfeld kommen. Das ist wirklich, wenn ihr eine Sache mitnehmen sollt aus diesem Podcast, dann bitte, dass ihr das aktiv beeinflussen könnt, weil dann, und das ist der Effekt der ganzen Sache, euer Umfeld zieht euch dann mit. Es ist wie ein Magnet, der euch mit nach oben zieht und nicht umgekehrt, ihr kämpft gegen euer Umfeld an. Weil ihr müsst euch das so vorstellen, wenn ihr morgens aufsteht und den ganzen Tag im falschen Umfeld seid, dann kämpft ihr die ganze Zeit gegen dieses Umfeld an. Ihr seid direkt auf Minus und müsst auf Null kommen erstmal, um überhaupt dann von Null aus weiterzukommen. Aber wenn ihr das richtige Umfeld habt, seid ihr sowieso beim Aufstehen wahrscheinlich über Null schon, weil ihr wisst, was für ein Umfeld ihr habt. Und dann werdet ihr sogar noch weiter mitgezogen. Und das ist der krasse Effekt. Ich glaube, das Umfeld ist auch so ein Investment, was am Ende nicht linear wächst, sondern wie so Zinseszinsen sind. Am Anfang denkst du so, es dauert lang, es dauert lang, es dauert lang und irgendwann wupp und es geht komplett durch die Decke. Voll, du lernst auch viel schneller neue Leute kennen, weil Gleiches gesellt sich mit Gleichem. Ne? Also das haben wir auch gemerkt, Leute, mit denen, also das ist auch krass, man lernt natürlich auch Leute kennen, mit denen man dann irgendwann nichts mehr zu tun haben möchte und genau diese Art von Leuten kennen die halt selber auch. Das heißt, je nachdem, mit welcher Person du dich connectest, du ziehst halt automatisch deren Freundeskreis und deren Netzwerk mit ein. Das heißt, das ist dieser Multiplikationseffekt. Wenn du halt eine Person hast, die richtig genauso ist, wie du sie in deinem Netzwerk haben möchtest, dann zieht die halt automatisch 100, 200 Leute mit dazu, weil jede Person, die diese Person kennt, kennt natürlich auch wiederum noch mehr Leute. Und dadurch hast du halt wirklich ein exponentielles Wachstum. Yes. Nice, Leute. Tipp Nummer 3 ist, entwickelt Routinen beziehungsweise Gewohnheiten. Weil jetzt haben wir darüber gesprochen, hey, wie motiviert ihr euch, immer wieder eure Ziele zu erreichen, zu verfolgen? Aber der Next Level von Motivation ist doch eigentlich, wenn ihr gar nicht mehr darüber nachdenken müsst, sondern automatisch die richtigen Dinge tut und keine Anstrengung dabei braucht. Weil ganz plakatives Beispiel, und ihr wisst, wir sind die krankest geilsten Leute im Beispiel machen, aber niemand oder wenige hoffentlich von euch brauchen aktiv eine Motivation, um Zähne zu putzen. Ihr habt diese Gewohnheit, das ist immer das plakative Beispiel von Gewohnheiten, ihr macht das automatisch, ihr müsst euch nicht aktiv zwingen, sondern es passiert einfach, ihr könnt gar nicht so schnell gucken, ihr liegt im Bett und habt automatisch Zähne geputzt, wisst gar nicht, wann das passiert ist eigentlich. Und genau das ist eben die Macht von Gewohnheiten. Deswegen, wenn wir die Frage beantworten, hey, wie motiviert ihr euch jeden Tag, dann ist eben eine entscheidende Antwort darauf, voll viele Dinge, die wir tun, dafür müssen wir uns gar nicht motivieren, wir machen das eben automatisch. Das ist Fitness, das ist immer das Beispiel, aber es passt einfach perfekt. Wir müssen uns aktiv nicht jeden Tag dazu motivieren, ins Fitness zu gehen, sondern es ist inzwischen so Teil unserer Routine, dass wir es einfach automatisch machen. Da gibt's keine Diskussion, da gibt's keinen Gedanken, fuck, ich habe keinen Bock. Klar, den gibt's an manchen Tagen auf jeden Fall, aber meistens ist es einfach, du hast diesen Zeitpunkt, wo du gehst, dein Körper funktioniert automatisch, du nimmst die Tasche, gehst aus dem Haus und gehst ins Fitness und die ganze Sache ist erledigt. Deswegen, wenn ihr wirklich diese langfristige Motivation haben wollt und jeden Tag aktiv diese Anstrengung habt, ist es klar, dass euch irgendwann die Puste ausgeht, dass ihr irgendwann nicht mehr weiterkommt, weil ihr könnt nicht dauerhaft gegen euch selbst ankämpfen. Deswegen versucht, diese Gewohnheiten zu entwickeln. Im Schnitt wisst ihr wahrscheinlich 21 Tage, um eine Gewohnheit zu entwickeln. Das heißt, ihr müsst euch eigentlich, plakativ gesagt, 21 Tage anstrengen und danach geht's direkt im Autopilot.
Deswegen, um das zusammenzufassen als konkreter Tipp, wenn ihr jetzt ein Ziel habt, dann überlegt euch ganz genau, was sind nicht nur die Schritte oder die Strategien, die ich tun kann, um das Ziel zu erreichen, sondern was sind die Gewohnheiten, die ich in mein Leben etablieren muss, die mich safe näher zu diesem Ziel bringen. Natürlich erstmal dann mit wenigen Gewohnheiten anfangen, vielleicht mal mit einer. Zum Beispiel, ihr wollt abnehmen, ihr wollt einen besseren Körper haben, dann ist eben eine perfekte Gewohnheit, ihr geht jeden Tag ins Gym und dann setzt ihr euch das als Ziel, die Gewohnheit zu etablieren, zieht das einfach durch und ihr werdet irgendwann merken, bam, das geht automatisch. Oder Business, das ist für uns auch nicht mehr, dass wir morgens aufstehen und uns aktiv wieder jeden Tag überwinden müssen, uns motivieren müssen, jetzt an unserem Business zu arbeiten, sondern wir machen es einfach, das ist unsere fucking Gewohnheit. Wenn ihr ein Buch schreibt, dann macht's einfach normal, dass ihr jeden Tag 20 Seiten schreibt, da braucht ihr nicht mehr drüber nachdenken, ihr macht's einfach und so schnell könnt ihr gar nicht gucken, ist das Buch eben fertig. Deswegen... Jo, 20 Seiten, Junge. Viel oder wenig? Ich glaube, das ist viel, oder? Ja, wenn ihr kein Limit schreibt. Ja, genau, ballert mal los, du. Okay, 5 Seiten, mir scheißegal. Wenn ihr 20 macht, hustle for real, ihr ballert da durch. Nein, aber das ist es letztendlich, weil man guckt ja immer diese krank erfolgreichen Leute an und denkt sich immer, hey, wie motivieren die sich jeden Tag? Die motivieren sich nicht jeden Tag. Die haben das einfach in ihr fucking Leben integriert und deswegen läuft das irgendwann automatisch auf Autopilot. Yes, total. Tipp Nummer 4, der vorletzte Tipp ist Reflexion des Fortschritts und wir nennen das immer die Metaebene und das ist wirklich heftig. Immer dann, wenn wir irgendwas getan haben oder irgendeinen Erfolg erlebt haben, dann nehmen wir uns wirklich aktiv die Zeit, um uns selbst zu feiern, tatsächlich. Also wir überlegen dann so, oh, wie geil war das gerade, wir spielen den Gedanken weiter, ey, wo sind wir wahrscheinlich in einem Jahr, wenn wir genauso weitermachen und so weiter. Das ist halt... Diese Momente sind super wichtig, weil total oft ist es so, du setzt dir ein Ziel, du versuchst dieses Ziel zu erreichen, der Weg ist mega, mega, mega schwer, du stellst dir so vor, wie du am Ende das Ziel erreicht hast, dann voll feiern wirst, aber in den meisten Fällen ist es so, du hast das Ziel erreicht, dann bist du kurz so mega happy und dann ist es wieder voll abgeflacht, dann setzt du dir direkt das nächste Ziel, was auch wichtig ist, aber die wenigen Leute nehmen sich wirklich Zeit, einfach mal das Ziel zu feiern, also wirklich zu sagen, Leute, heute Abend gehen wir hart einsaufen. Ja, aber wie auch immer ihr das feiern wollt, einfach mal sich die Zeit nehmen und zu sagen, wie geil war das bitte gerade. Mhm. Und wir kennen das selber aus eigener Erfahrung. Manchmal hat man auch den Eindruck, dass einfach nichts Gutes passiert ist. Dass man monatelang auf der Stelle tritt und einfach nichts erreicht hat. Und den Moment hatten wir tatsächlich auch 2019, kurz vor Jahresende, und haben eigentlich erst in der Vorbereitung für das Team-Meeting am Jahresende gemerkt, was das Jahr eigentlich alles passiert ist. Weil erst als wir uns runtergeschrieben haben, okay, Anfang des Jahres standen wir hier, jetzt stehen wir hier und haben wirklich alles aufgeschrieben, was da passiert ist, wurde uns klar, wie viel wir in dem Jahr erreicht haben. Und deswegen ist es unglaublich wichtig. Die beste Motivation, die ihr haben könnt, ist euer eigener Fortschritt, euer eigener Erfolg. Deswegen versucht ihr noch zu tracken. Also jetzt, wir nehmen das Beispiel Fitness immer, aber das ist halt das Anschaulichste. Macht ein Foto, wenn ihr anfangt. Sie ist scheißegal, wie hässlich ihr aussieht zu dem Zeitpunkt oder wie unangenehm euch das ist. Ich meine, uns war das auch unangenehm, als wir angefangen haben, da irgendwie so 2 Kilo Gewichte gedrückt haben oder so. Aber wenn du ein Foto machst vom Anfang und dann immer wieder zurückschaust und denkst, ey, krass, wie viel seitdem passiert ist, dann motiviert das noch mehr. Genauso ist es natürlich auch im Business. Ne? Ihr müsst unbedingt eure Zahlen kennen und wissen, wo standet ihr vor 12 Monaten und wo steht ihr jetzt. Und dann gibt's natürlich den Case, dass tatsächlich nichts passiert ist. Das ist natürlich scheiße. Und das muss euch auch klar sein. Aber genau in dem Moment greift dann Tipp 1, weil anstatt euch damit zufrieden zu geben, muss das so einen Schmerz bei euch auslösen, dass ihr sagt, nicht so weiter. Jetzt ist wirklich so ein Breaking Point. Es kann nicht so weitergehen. Wir ändern radikal alles, was wir bisher gemacht haben, um unser fucking Ziel endlich zu erreichen. Und so war das bei uns auch. Das heißt, einmal versucht wirklich rückblickend zu schauen, was habt ihr erreicht und euch da wirklich aufzupushen über wirklich diese Metaebene. Ihr werdet auch merken, ihr könnt es auch abends machen. Zum Beispiel, wir machen das immer abends in irgendeiner Shisha-Bar. Also wir treffen uns da immer, hocken uns da rein, keine Ahnung, wer dann irgendwie, ob unser Gehirn da irgendwie high wird durch zu wenig Sauerstoff oder so. Aber wir sind dann irgendwann wirklich auf so einer heftigen Metaebene und feiern einfach so voll unser Leben in dem Moment, was auch geil ist, weil ich glaube, das macht man viel zu selten. Uns geht's so gut, wir haben alles Mögliche. Dann haben wir den einzigen Struggle, unsere eigenen persönlichen Ziele zu erreichen, die nachdem wir mal gestorben sind, sowieso jedem scheißegal sind. Warum sollten wir uns dann nicht irgendwie die Zeit nehmen, das mal während wir leben zu feiern? Und das ist, glaube ich, unglaublich wichtig. Geil. True.
Müssen wir öfter machen. Ja. Tipp Nummer 5, Leute, zur Vollständigkeit, ist ganz klar, wenn ihr Motivationsprobleme habt, dann müsst ihr unbedingt euer Warum kennen. Wir haben ja dazu eine komplette Podcast-Folge gemacht, auch wie ihr dieses Warum findet. Deswegen will ich es jetzt gar nicht ausführen, aber das ist ganz wichtig. Hört euch auf jeden Fall jetzt diese Podcast-Folge an, wenn ihr es noch nicht getan habt. Ihr müsst dieses Warum entwickeln. Das ist die Grundlage für Motivation. Und dann kommen eben genau die Tipps, die wir jetzt eben hatten. Also dann sind wir bei 5. Und ganz zum Schluss noch ein kleiner Disclaimer, ganz wichtig, wenn ihr jetzt das guckt, das Gefühl habt, ihr habt eben manchmal das Motivationsproblem. Macht euch bewusst, wie oft das wirklich ist, weil ganz offen gesagt, wir sind auch nicht die ganze Zeit zu 100% oder zu 180% motiviert und ballern da die ganze Zeit voran. Wir haben genauso diese Tage, es geht immer mal hoch und runter. Nutzt das natürlich niemals als Ausrede, aber andererseits erkennt das auch einfach mal an und macht euch da nicht selbst unnötig fertig, wenn ihr mal dieses Motivationsproblem habt. Wenn ihr es länger habt, dann auf jeden Fall wieder Tipp Nummer 1, Schmerzpunkt greifen und radikal was dran verändern. Yes, und das führt auch zum, kann kein Deutsch mehr, Entschuldigung. Das ist echt schlecht, wenn man im Podcast sich so hart verspricht. Erstmal alle, die im Auto das anhören, Unfall gebaut, geil. das führt nämlich direkt zu der Challenge der Woche. Das war nämlich ein Wunsch von euch, dass wir einfach am Ende jeder Podcast-Folge euch eine Aufgabe geben, die ihr die Woche erfüllen könnt. Und zwar findet diese Woche mal euren Schmerzpunkt. Und das meinen wir tatsächlich ernst, weil wir wissen das selber. Auch in den Momenten, wo man denkt, eigentlich habe ich keinen Schmerzpunkt, gibt es trotzdem irgendetwas, was einen richtig hart anpisst, beziehungsweise irgendwas, was nicht optimal läuft. Und das Coole ist, je früher ihr diesen Punkt erkennt und je früher ihr etwas daran ändert, desto einfacher wird es nach hinten raus. Und bei uns war es tatsächlich unsere Teamaufstellung zu dem Zeitpunkt. Wir mussten halt radikal was daran ändern. Und für uns war es so ein Moment, ja, eigentlich lief es ja noch ganz gut. Es war so eine Grauzone. Es lief ganz gut, aber es war jetzt auch nicht mega. So, und da müssen alle Alarmglocken angehen, weil das ist eine scheiß Situation. So darf das nicht sein. Ihr müsst eigentlich wirklich wissen, okay, die Richtung, die wir gerade fahren oder die ich gerade fahre, ist genau die richtige, die mich genau zu meinem Ziel bringt. Und wenn das nicht der Fall ist, muss man radikal was dran ändern. Deswegen versucht mal diese Woche rauszufinden, von allen Bereichen, die ihr gerade habt, was ist der eine Punkt, mit dem ihr eigentlich nicht zufrieden seid? Und wenn ihr diesen Punkt gefunden habt, dann bauscht den auf. Versucht wirklich herauszufinden, was passieren würde, wenn ihr genauso weitermacht. Wo würdet ihr in 5 Jahren stehen und welche Probleme hättet ihr dann? Und wenn ihr dann diesen Schmerzpunkt so aufgebläht habt zu einem Punkt, wo ihr es selber nicht mehr aushaltet, dann transformiert diese negative Energie in Aktion, um wirklich radikal etwas daran zu ändern. Und ihr werdet merken, wenn ihr so vorgeht, habt ihr immer wieder solche emotionalen Momente, wo ihr so denkt, fuck, eigentlich muss ich was ändern. Aber wenn ihr das dann funnelt und channelt auf eine Aktion, die ihr dann tätigt, dann werdet ihr euer Leben so krass in die Höhe pushen. Das können wir wirklich aus eigener Erfahrung sagen. Geil, Leute. Ihr könnt das gerne mal nutzen, wenn ihr den Schmerzpunkt gefunden habt, dass ihr uns auf Instagram schreibt, wenn ihr, was ihr da rausgefunden habt, was ihr entwickelt habt. Genau, macht uns richtig zur Sau, wir sind schuld. Nee, aber das ist super spannend. Also schreibt uns gerne auf Instagram, auch wenn ihr Fragen habt. Vielleicht können wir da auch so ein kleines Community-Ding draus machen mit den Challenges der Woche. Schreibt uns auch gerne mal, wie ihr das Ganze findet. Deswegen, dann kriegen wir auch so mit. Unsere Instagram-Channels findet ihr in der Beschreibung oder wir können auch einfach sagen, @NicoShork oder Alex Giesecke. Und geil, dann seht ihr da ganz viel coole Sachen. Nice, Leute. In dem Sinne, ihr wisst, was ihr zu tun habt. Wir hören uns wieder nächste Woche oder sehen uns, wenn ihr auf YouTube seid. In dem Sinne, yes, haut rein. Haut rein, Leute. Ciao.